Das große Geschichtenbuch vom kleinen Bären. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß. Das hier ist Teil 3 der Geschichte. Und heute wünsche ich ganz besonders dir, lieber Isaac, viel Spaß. Gute Nacht, kleiner Bär. Es waren einmal zwei Bären. Der große Bär hieß großer Bär und der kleine hieß kleiner Bär. Eines Tages ging der kleine Bär nach draußen zum Spielen, während der große Bär die Bärenhöhle putzte. Der kleine Bär kletterte die Felsen hinter der Bärenhöhle hinauf. Dort fand er einen wunderschönen Platz zwischen den Steinen. Genau richtig für einen kleinen Bären. Hier könnte ich meine eigene kleine Bärenhöhle bauen, dachte der kleine Bär, mit einem Bett und einem Tisch und einem Stuhl. Kleiner Bär, rief der große Bär und schaute aus der Bärenhöhle. Kleiner Bär, kleiner Bär, rief der große Bär und kam aus der Bärenhöhle heraus. Kleiner Bär, rief der große Bär, aber er konnte den kleinen Bären nirgendwo sehen. Ich bin hier oben, großer Bär, rief der kleine Bär. Ich habe mir eine eigene kleine Bärenhöhle gebaut. Der große Bär kletterte die Felsen hinunter der Bärenhöhle hinauf und der kleine Bär zeigte dem großen Bären seine kleine Bärenhöhle. Das ist mein Stuhl, das ist mein Tisch und das hier, das ist mein Bett, erklärte der kleine Bär. Das ist eine hübsche Bärenhöhle, lobte der große Bär. Aber ich brauche noch meine Spielsachen, sagte der kleine Bär. Der große Bär half dem kleinen Bären, seine Spielsachen zu der neuen Höhle zu bringen. Der kleine Bär spielte den ganzen Tag in seiner Höhle. Der kleine Bär machte seine Höhle sauber. Der kleine Bär las in seinem Bärenbuch. Der kleine Bär machte sein Bett. Der kleine Bär hüpfte auf seinem Bett herum. Zeit fürs Abendessen, kleiner Bär, rief der große Bär. Könnte ich heute hier oben zu Abend essen? Fragte der kleine Bär. Nun, sagte der große Bär, bitte, bitte, großer Bär, bat der kleine Bär. Nun, na gut, kleiner Bär, antwortete der große Bär. Und der kleine Bär aß in seiner eigenen kleinen Bärenhöhle zu Abend. Dann wurde es Zeit, schlafen zu gehen. Könnte ich heute hier oben schlafen? Fragte der kleine Bär. Einverstanden, sagte der große Bär und deckte den kleinen Bären gut zu. Gute Nacht, kleiner Bär, sagte der große Bär dann. Ich bin in der Bärenhöhle, wenn du mich brauchst. Der große Bär ging langsam den Weg zurück zur Bärenhöhle. Ganz allein, ohne den kleinen Bären. Der kleine Bär saß in seinem Bett und schaute sich um. Ich bin ein großer Bär in meiner eigenen Höhle, sagte der kleine Bär zu sich selbst.
Der kleine Bär schaute aus seiner kleinen Bärenhöhle und sah den Mond durch die dunklen Bäume scheinen. Der große Bär könnte einsam sein ohne mich, dachte der kleine Bär. Er kletterte aus dem Bett. Ob der große Bär mich wohl vermisst? Fragte sich der kleine Bär. Und der kleine Bär ging, um nach dem großen Bären zu schauen. Du hast vergessen, mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen, großer Bär, sagte der kleine Bär und kletterte auf den Bärensessel. Ich werde sie dir jetzt vorlesen, kleiner Bär, sagte der große Bär. Hast du mich vermisst, großer Bär? Fragte der kleine Bär. Ich könnte heute Nacht hier bei dir schlafen, damit du nicht so allein bist. Das ist eine gute Idee. Da wäre ich sehr froh, sagte der große Bär. Und der große Bär las dem kleinen Bären eine Geschichte aus dem Bärenbuch vor. Der große Bär saß auf dem Bärensessel und hatte seinen Arm um den kleinen Bären gelegt. Das Feuer im Kamin war fast verglüht. Gute Nacht, kleiner Bär, flüsterte der große Bär und gab dem kleinen Bären einen Kuss. Aber der kleine Bär war schon eingeschlafen. Danke an Martin Wedel als Autor, danke an Barbara Firth als Illustratorin, danke an Regina Zwerger als Übersetzerin, danke an Annette Betz im Karl-Überreuther Verlag, danke an G&G Verlag, www.ggverlag.at. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Eure Andrea Hammer.